neige ich generell eigentlich zum Aufschieben? Fachbegriff ist ja Prokrastinierer. Bin ich einer von diesen Prokrastinierern? Frage ich mich dann so und dann antworte ich mir auch, komm, das können wir aber morgen noch drüber reden. Ne? Ich muss aber auch gar nicht über das Thema reden. Es ist viel einfacher. Wenn ich wissen will, ob ich momentan einen akuten Anfall von Aufschieberitis habe, so, dann muss ich einfach nur gucken, hängt mein Toilettenpapier oder steht es? Mein Toilettenpapier, Alter. Ja, so, der hat, das ist so ein Holzstab, den man dann so in die Toilettenpapierrolle schiebt und der hat so an beiden Enden hat er so jeweils so eine Schraube. Da habe ich dann, damit hält, als Mutter so ein messingfarbenes Kügelchen draufzuschrauben. Das sind sehr kleine Kügelchen. Sehr glatte Kügelchen. Die können einem schon mal aus der Hand fallen und dann rollen sie aber immer in den Raum zwischen Toilettensitz und Klobürste. In das tote Land. Dahin, wo sich denn immer drei Haare verirrt haben, die da aber wie versiegelt auf dem Boden kleben. Also immer dahin, wohin man nicht gerne greift. So, und das führt jetzt dazu, dass ich mein Toilettenpapierrollen aufhängen prokrastiniere und eben die Finger von den Kügelchen lasse und die Toilettenpapierrolle dann lieber auf diese kleine Kommode stelle, was? Die immer dazu führt, dass die Toilettenpapierrolle von der benachbarten Badewanne eigentlich jedes Mal Feuchtigkeit abbekommt. Und Feuchtigkeit, das wissen wir ja wohl alle. Feuchtigkeit beraubt das Toilettenpapier um seine natürliche Funktion des geschmeidigen Abrollens. Aber warum bin ich so ungeschickt mit den Kügelchen? Drei Gründe. Auto, Nase, Internet. Wenn wir früher Auto gefahren sind, so, und das war vielleicht an einem Tag, an dem es so richtig stark geregnet hat, also so, ne, dass so jeder dieser Regentropfen, so ein richtig harter Schlag auf das Blech, wenn man denn aber merkte, ach guck mal, das Blech, das hält aber, ne, dann stellte sich da plötzlich so ein völliges Gefühl der Geborgenheit ein. In diesem Kleinwagen-Uterus. Und wenn man dann noch an eine rote Ampel vorfuhr, und es war vielleicht Sonntag, und man hatte also jede Menge Zeit, man musste sich gar nicht sputen. Das war ein so vollkommenes Gefühl der Entspanntheit. Und da hat man sich aus diesem Moment, hat man dann wirklich alles aus sich rausgeholt. Das auf der Linksabbiegerspur, da stand einer. So, ne? Und der guckte dir gerade beim Popeln zu. Und der fragte sich gerade, sag mal, popelst du noch oder kratzt du dir schon von innen an der Kopfhaut? Und dann wurde die Ampel gelb und grün und er fuhr dann los und ein paar Sekunden später war der wieder komplett raus aus deinem Leben. Ja, aber gleichzeitig hat man in diesem kurzen Moment ein kleines gemeinsames Geheimnis gehabt. Damals. Heute. Da ist die Ampel aber noch nicht auf gelb. Du, da hast du aber schon 28.000 Klicks auf YouTube. Ja. Und das verändert uns. Zumindest hat das zur Folge, dass wir das Ganze mal lassen. Ne? Also hier dieses Kügelchen-Probetraining mit den Fingern an der Ampel. Aber erst dann, ne? Wenn uns die Messingkugel wieder auf den Boden fällt, weil die Finger einfach nicht mehr so geschmeidig sind und im Training,
Und sie rollt in das tote Land. Erst dann sehen wir die Konsequenzen und denken uns, oh.